Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Lage in Karlsruhe. Heute geht es ums Thema Touristik und dafür haben wir jemanden, der sich bestimmt sehr gut auskennt. Herrn Rastetter, der Geschäftsführer der KTG, Karlsruher Tourismus GmbH und zuständig für den Tourismus in unserer Stadt. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen, ja. Worin liegt der Charme von Karlsruhe? Oh, ich glaube, da reicht unsere Zeit hier gar nicht aus. ja, das wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, als Start der kurzen Wege, alles fußläufig, doch schnell erreichbar miteinander. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass man so direkt, also fußläufig von der Stadt das Schloss erreichen kann. Ich sage ganz oft, nicht so. Ich sage ganz oft die 10-Minuten-Stadt. Also eigentlich bin ich doch fast überall in 10 Minuten. Und der Charme zwischen Großstadt, Innenstadt, aber direkt beim Schloss, Ruhe, Oase, Ruhepol. Also das ist, glaube ich, ein unheimlich gewinnbringendes Thema, wo wir vielen Städten voraus sind. Und dann aber diese breit aus oder die ausgeprägte Kulturlandschaft. Ich glaube, die Charme dieser Kombination ist unheimlich wertvoll und ist auch ein kleiner USP. Könnte man Karlsruhe so als kleine Toskana bezeichnen? Na, warm ist es manchmal. Also würde ich mal sagen, ist nicht falsch unbedingt. Wir haben auch noch die Nähe zu Pfalz. Von dem her, also ich fühle mich hier wohl und ich glaube, das Thema Genuss ist durchaus, wenn wir die Brücke zur Toskana bauen, ein Thema, das sehr zu Karlsruhe passt. Weil ich glaube, im Städteranking sind wir die wärmste Stadt, ne? Aber ja, immer mit Freiburg sind. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass wegen dem jetzt extra jemand nach Karlsruhe kommt? Also hier ist immer so toll warm oder super heiß? Nicht. Wir reden über Städtetourismus, nicht über den klassischen Erholungstourismus, wo ich 10, 15 Tage bin, sondern im Städtetourismus, da zählen andere Punkte wie das mit der reine Klimafaktor. Also ich kenne Leute aus Südamerika, die haben gegoogelt, wo sollten sie nach Deutschland ziehen und haben dann Karlsruhe ausgewählt und der Grund war, weil es die wärmste Stadt war. Auch okay. Sie haben sich deswegen Karlsruhe ausgesucht, um hierher einzuwandern. Sehr gut. Ja. Okay. Wie sind Sie eigentlich zur KTG gekommen? Ich glaube, in einem meiner ersten Berichte über mich stand mal, ich bin Herzbluttouristiker und ich würde es tatsächlich unterschreiben. Ich hab, Tourist oder Touristiker? Touristiker. Okay. Ich bin Karlsruher und ich liebe und lebe diese Stadt. Irgendwann habe ich bei einem Karlsruher Fahrradreiseveranstalter meine Ausbildung begonnen und habe relativ schnell bemerkt, wie ich für den Tourismus brenne, für dieses Thema Reisen. Früher noch im Outgoing-Tourismus mit dem Ziel, Menschen weg von Karlsruhe oder wegzubekommen. Später dann quasi nach der Ausbildung habe ich gemerkt, das ist es, das macht mir Spaß, aber ich möchte noch ein bisschen vorankommen und habe dann über den Umweg vom Abitur quasi, das ich nachgeholt habe, Tourismus studiert, schon bei der KTG, BWL mit Schwerpunkt Tourismusmanagement. Und das eine ist ja das schöne Thema, Menschen wegzubekommen, aber noch viel schöner ist es, Menschen zu sich in seine Heimatstadt, die man so sehr liebt, zu bekommen. Und so war dann mein Werdegang quasi innerhalb der KTG, dass ich das Glück hatte und auch eine große Chance bekommen habe, in den vielen Jahren mich immer weiterentwickeln zu dürfen. Und jetzt seit dem 1. Januar 2022 als Geschäftsführer und bin da auch ziemlich stolz drauf, dass ich den Tourismus meiner Heimatstadt aktiv mitgestalten darf und vorantreiben darf. Also man spürt auch so ein bisschen an Ihrer Ausstrahlung und wenn Sie darüber reden, also da steckt so viel Herzblut drin, also Sie leben das richtig, das kommt total rüber. Das ist es, hat durchaus auch andere Optionen mal zwischenzeitlich gegeben, aber Karlsruhe ist einfach meine Heimatstadt und ja. Schönes Stichwort. Sie haben vorhin gesagt, wir sind ja eher so die Tagestouristenstadt oder halt die Städtetouristen, nicht jetzt so die hier Urlaub machen oder längerfristig bleiben. Muss ich natürlich gleich den Finger in die Wunde legen, Thema Innenstadt. Gerade vorhin hat mich die Nachricht erreicht, Peek-en-Cloppenburg hat jetzt auch Insolvenz angemeldet. Wir haben einen sehr, sehr großen Leerstand. Und das spielt ja oft auch gerade so für Tagestouristen. Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, wenn ich in einer fremden Stadt bin, dann geht man natürlich in die Innenstadt, bummelt, schaut sich die Geschäfte an. Im besten Fall kauft man auch so ein bisschen was, setzt sich einen Kaffee und beobachtet die Leute oder genießt das Flair dieser Stadt. Aber das ist ja momentan sehr, sehr schwierig. Den Einstieg Ihrer Frage möchte ich nochmal kurz aufgreifen. Ich habe nicht gesagt, wir sind eine tagesreisende Stadt, eher wir sind eine Städtedestination. Okay, eine Städtedestination hat ja üblicherweise zwischen 2 und 3 Übernachtungen im Durchschnitt, wie es auch bei uns ist.
Und ich glaube, wir sind eine extrem gute Mischung zwischen Übernachtungstourist und Tagestourist. Mhm. Der Übernachtungstourist dann natürlich durch seinen Konsum im Hotel, im Restaurant nochmal den ein oder anderen Euro mehr Bruttowertschöpfung da lässt wie der Tagestourist. Mhm. Aber, um jetzt zu Ihrer Frage zurückzukommen, auch der Tagestourist, der eben kommt, um Kultur zu erleben, tagestouristisch etwas zu erleben, da gehört Shopping dazu. Mhm. Ich habe es ja eben ein bisschen mit Genuss begonnen und auch der Shopping-Genuss gehört da ja mit rein. Ja, ich glaube, im Moment haben wir ein Thema, das aber ganz viele Großstädte haben. Durch Digitalisierung, beschleunigt durch Corona, hat sich das Thema Innenstädte generell ja schon verändert und ist immer eine größere Herausforderung geworden. Und trotzdem glaube ich, mit ECE-Center, Postgalerie und auch die Innenstadt, wenn sie dann mal umgebaut und abgeschlossen ist, dass wir eine super Voraussetzung haben. Die Herausforderung jetzt wird es aber sein, die nächsten Jahre so zu überbrücken. Und da sind wir aber auch in engem Austausch mit unserer Schwestergesellschaft der KME, aber auch der City-Initiative, wie wir gemeinsame Maßnahmen, Ideen haben und uns auch gemeinsam abstimmen und gemeinsame Maßnahmen machen, um eben die Innenstadt zu beleben. Aber es ist schön, dass es da zumindest so einen Verbund gibt oder eine Abstimmung mit den anderen Gesellschaften und nicht jeder so sein Süppchen kocht und sie sagen, ich lege jetzt nur den Fokus auf die Touristen und schleuse die da irgendwo durch, sondern dass man sagt, ja, es tangiert alle anderen Bereiche und die muss man auch mitdenken und mitnehmen. Ich gebe Ihnen recht, aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich, dass wir eben viele Tagestouristen haben und aus dem Geschäftswelt oder aus dem Nähkästchen geplaudert, muss ich sagen, die waren oft ganz begeistert. Wenn sie in Karlsruhe waren, sagen die immer, oh, ihr habt noch so viele schöne individuelle Geschäfte, während wir, der Karlsruher, ja immer denkt, ja, da ist nichts mehr oder da passiert nicht mehr viel. Also die von auswärts sehen das oft mit ganz anderen Augen wie die Karlsruher selber. Das ist in anderen Städten auch so. Die sagen auch, die Einheimischen, die meckern immer und denen ist nichts gut genug, da passen die Marken nicht und die Geschäfte nicht und die Tagestouristen, die sind total begeistert. Mhm. Also kommt auch immer auf den Blickwinkel an. Absolut, kann ich sofort unterschreiben. Ja, Innenstadt, spannendes Thema. Was mich noch interessieren würde, das haben wir ja oft auch im Gemeinderat, die Diskussion und gerade so im Fokus von Umwelt und Klima, spielt ja auch der Flughafen Karlsruhe-Baden immer so ein bisschen eine Rolle. Wie sehen Sie den denn in Zukunft? Ist ja auch immer so die Diskussion, bekommt ihr einen direkten Autobahnanschluss? Spielt der für den Tourismus hier in Karlsruhe eine große Rolle oder würden Sie sagen eher untergeordnet? Ich würde eine Antwort in der Mitte wählen. Sehr weise. Nein, aber mal Spaß beiseite. Wir arbeiten, es gab bis vor einigen Jahren die Marketinggemeinschaft Fly Baden, die genau auf die Frage aufgreift, die Sie gerade gestellt haben. Wie bedeutend ist denn der Flughafen touristisch für die Region? Die Marketingkampagne wurde jetzt dieses Jahr auch mit unserem Zutun umbenannt in Fly Black Forest, weil letztendlich dieser Flughafen natürlich auch in der Nähe zum Schwarzwald, eher in den Süden, unheimlich attraktiv ist. Und die Marketingkampagne, im Marketing geht es ja immer darum, ich möchte Leute ansprechen und ich möchte, dass sie kommen und in die Region, in dem Fall zum touristischen Marketing, die Region besuchen. Wir glauben schon, dass so ein Flughafen unheimlich wertvoll ist. Aber ich glaube generell die Lage allgemein mit Stuttgart, Frankfurt und Baden-Baden. Wir haben 3 Flughäfen in roundabout einer Stunde. Das ist eine super Verkehrsanbindung. Zug, Straßenbahnnetz gehört da dazu. Das heißt, Karlsruhe ist grundsätzlich mal von der Anbindung, der Mobilitätsanbindung super aufgestellt. Ich glaube, das ist was, wo auch auf jeden Fall positiv und proaktiv für Karlsruhe steht. Der Flughafen Baden-Karlsruhe, da hängt es immer von den Flugverbindungen ab. Was kommt denn hierher geflogen? Aber wir merken schon, wenn wir da aktiv in dieser Marketinggemeinschaft uns die Zielmärkte auswählen, was wir gemeinsam machen, dass sich das auch auf der Tourismusstatistik dann widerspiegelt am Ende. Ja, Thema Kommunalpolitik. Möchte ich mal noch einen Antrag von uns aufgreifen aus der Vergangenheit. Haben wir mal Fahrradrikschas. Ich sag's mal, ich finde das Wort nicht so schön. Oder Fahrradtaxis gibt es ja in vielen anderen Städten auch. Es fiel so ein bisschen hinten ab, weil ich könnte mir das schön vorstellen, wir sind ja Fahrradstadt und wir ziehen ja oder wollen alle in einem Strang ziehen und sagen, ja, weniger Autos und wir sitzen alle mehr für die kurzen Strecken aufs Rad. Aber es gibt halt nun mal auch Menschen, die selbst nicht mehr so strampeln können oder wollen. Und für die ist das eine schöne Gelegenheit. Ich war gestern in Stuttgart auf einer Präsidiumssitzung und da sagte eine Dame, ja, wenn mein Papa zu mir ins Geschäft kommt und dann möchte er eigentlich zu XY da in den Feinkostladen, zu Fuß ist es zu weit, auf den Elektroroller kann ich ihn nicht stellen.
stellen mit seinen 89 Jahren. Mit dem Auto müsste ich einmal komplett um die Innenstadt rum, um da hinzukommen. Und warum gibt es bei uns keine Fahrradtaxis? Also hat die Stuttgarterin gesagt. Und dann fiel mir das wieder ein, denke ich, ja, wir waren da mal dran. Fände ich eine schöne touristische Ergänzung, weil man könnte es ja mit vielen Dingen verbinden. Man könnte Sightseeing-Touren machen auf kurzem Weg, sagen, also wenn es Ihnen zu viel ist, zu Fuß, Schloss, ZKM, ist alles zu machen. Die haben ja heute auch, sind ja E-Bikes, also muss nicht der arme Fahrer dann sich zu Tode strampeln, wenn er da zwei hinten drin sitzen hat. Man könnte sie mit Werbung versehen, man könnte sie über Sponsoring, wenn man sagt, fährt verschiedene Geschäfte oder Einrichtungen an, die das dann mitsponsern. Warum gibt es das noch nicht in Karlsruhe? Erstmal glaube ich, wir können stolz sein, dass wir die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands sind. Auch das, glaube ich, geht... Das ist meiner Frage ausgewichen. Nee, ich gehe noch drauf ein. Okay. Bei vielen Dingen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass der Markt, letztendlich das Angebot und der Markt, sich auch miteinander regeln. In Städten, wo das Angebot quasi angeboten wird und auch angenommen wird, sehen wir, das funktioniert. Es gibt auch Städte, ich kann leider keine beispielhafte nennen, aber da gab es sowas mal und ist dann wieder vom Markt gegangen. Die Frage ist ja, wer würde sowas am Ende anbieten? Unser Aufgabengebiet ist es in dem Fall nicht. Die Frage ist, wer bietet es an? Und ich bin überzeugt, wenn es einen Markt für diese Rikschas gäbe, die Idee finde ich ja super, es ergänzt das Mobilitätsportfolio, von dem her mal grundsätzlich ist der Kerngedanke ja gut. Ich glaube aber, der Markt ist dafür nicht da, denn sonst gäbe es das Produkt ja schon. Sehen wir die Roller, über die wir denken können, wie wir wollen, aber der Markt war da, er wurde genutzt für eine gewisse Zielgruppe und der Markt besteht. Und bei den Rikschas... Klassische Leihräder ja auch, wo ich denke, wir haben auch ein gutes Angebot mit den Nextbike, aber bei den Lastenrädern ist es letztendlich bisher einfach nicht so, dass der Markt sich durchgesetzt hat, dass in Karlsruhe die Nachfrage so groß wäre. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass momentan die Innenstadt nicht so viel Frequenz hat. Vielleicht, ja. Wenn die wieder wächst, kann das ja auch wieder besser werden. Sie hatten gerade den Städtevergleich angesprochen, beziehungsweise der Vergleich andere Städte, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft. Was muss Karlsruhe im Vergleich nicht sein? Das ist eine gute Frage, ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, eigentlich nur gute Fragen, oder? Absolut, absolut. Nein, ich glaube, Karlsruhe muss sich nicht mit Berlin, Hamburg oder München in erster Linie messen. Ich glaube, man muss immer wissen, was ist sein Profil, für was steht die Stadt und daran sollte man sich orientieren. Ich habe es ja eben gesagt, Stadt der kurzen Wege, Kulturlandschaft, eine unheimlich breite Kulturlandschaft. Auch wenn man mal hier ist, Sie haben das so schön gesagt, der badische Bruttler auf der einen Seite, der aber, wie ich das Gefühl habe, auch ein bisschen weniger wird. Also auch gerade die jungen Leute, habe ich das Gefühl, werden so langsam stolzer über ihre Stadt. Aber wenn der Gast hier ist, dann hat er so viel zu erleben und so viel Schönes. Und so sehr ich Städte wie Berlin, München oder Hamburg, wie ich sie genannt habe, liebe, ich glaube, diesen Flair, den wir hier haben, den kann ich gar nicht, wenn ich in so einer großen Stadt bin, in der Form verspüren. Von dem her glaube ich, wir müssen uns auf unsere Stärken hier absolut beruhen mit kurze Wege, mit Kultur, mit Stadterlebensfreude. Und das verkörpern wir auch. Da hätte ich eine ganz praktische Frage, oder was mich jetzt ein bisschen unter den Fingernägeln brennt. Wie kommunizieren Sie das? Weil wir kriegen das, die Tourismuswerbung in Karlsruhe über Karlsruhe selbst nicht so wirklich mit. Wir sitzen ja in Karlsruhe. Aber wo, in welchen Ländern, in welchen Regionen wird wie Werbung gemacht? Was machen Sie da vor Ort? Wie erreichen Sie die Menschen dort? Das ist sowas, was ich nie mitbekomme, weil ich ja hier bin. Das ist eine perfekte Frage, das erkläre ich auch immer. Wenn Sie würden unsere Werbung mitbekommen, wenn wir mal einen Fehler in einer Kampagne machen, wenn wir eine Kampagne mal daneben schießen. Denn wenn wir unseren Job gut machen, kriegt man, wie sagen es hier, gar nicht mit, weil dann ist es ein Grundrauschen außerhalb. Immer dann, wenn es einen Skandal gäbe, dann würden Sie es mitbekommen. Gab es in letzter Zeit zum Glück nicht, da bin ich froh. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, wir haben jetzt seit Jahren letztendlich immer neben dem Grundrauschen vor Ort mit Social Media, Printanzeigen etc. auch unsere Jahreskampagne. In den letzten Jahren war das die kaum zu glauben Karlsruhe-Kampagne, in der wir mit diesen facettenreichen Überraschungen dieser Stadt, eigentlich die Dinge, die ich eben gesagt habe, immer probiert haben zu überraschen, Impulse zu setzen, die kleinen Hinterhöfe, die kurzen Wege. Und die bewerben wir hauptsächlich über Social Media, zielgerichtet, auch beworben, monetär beworben, in unseren Zielmärkten. Das ist ja heutzutage doch deutlich einfacher von der Ausspielung her in den Zielmärkten. Und die leiten wir letztendlich ab aus der Übernachtungsstatistik. Das sind die umliegenden Bundesländer tatsächlich, also Hessen, Baden-Württemberg, direkt Bayern. Tatsächlich
Berlin ist immer noch mit dabei, in Hamburg so ein bisschen. Und ja, auf die Frage mit dem Ausland, wir haben in Summe einfach auch nur ein sehr überschaubares Auslandsmarketingbudget. Da gehen wir natürlich stark in die Benelux-Länder rein, die deutschsprachigen Länder, und sind in Frankreich, vor allem aber auch im Elsass, nicht tagestouristisch, sondern übernachtungstouristisch. Und wo ein ganz starker Markt die letzten Jahre geworden ist und immer mehr wird, sind die Niederlande. Denn wir sind natürlich auch eine ziemlich perfekte Stop-Over-Region. Ja, die Niederländer, die in den Schwarzwald fahren, kommen vorbei, können in unserem tollen neuen Campingplatz mittlerweile auch gut übernachten. Aber auch sonst sind Campingreisende jetzt ja nicht Low-Budget-Reisende, im Gegenteil. In der Regel haben die auch etwas größere Gefährte und die sind auch bereit, dann mal ein, zwei Tage hier zu bleiben, Stop-Over zu machen und weiterzufahren. Und das bestätigt uns natürlich, und es ist so wichtig, diese Statistiken zu kennen und dann auch gezielt in die Märkte reinzugehen. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben nicht das Budget für so, also noch weiter. Mal rein hypothetisch, ich würde Ihnen jetzt 10 Millionen zur Verfügung stellen. Was wäre denn so Ihr, was wäre so Ihr, wo Sie sagen, ja, da würde ich sofort reinspringen und das wäre mein Traum oder mein Gedanke für den Tourismus hier in Karlsruhe? Oh je, yeah. Oh. Sagen Sie es nicht, das ist eine sehr gute Frage. Was wäre so Ihre Vision, wo man sagt, ja, also das Budget spielt eigentlich fast keine Rolle. Was würden Sie tun? Puh, da müsste ich gerade mal überlegen. Also das ist ja oft so ein Problem, wenn man zu viel machen kann, ist auch auf einmal schwierig. Ich stehe immer für einen Qualitätstourismus. Wir wollen ja nicht den 0815-Tourist, der nur konsumieren kommt, der Dreck hinterlässt, sonst wie. Wir wollen Qualitätstourismus. Ich glaube, da würde ich ansetzen. Nicht, dass wir keine Qualität haben, im Gegenteil, sondern ich würde schauen, wie können wir die Qualität nochmal auf jeden Fall nach oben setzen. Ich glaube, und das ist ja im Marketing so, mit viel Geld kann man viel Marketing machen. Das sehen wir auch beispielsweise die Tirol-Werbung. Die stecken ein unheimliche finanzielle Mittel in große Marketingkampagnen. Da kommen die Leute von allein. Und ich glaube, dann die ein oder andere Attraktion, wir sind ja gerade am Mitwirken auch am touristischen Hotspot-Marktplatz als Teilprojekt vom ZITS-Projekt. Ich glaube, wir können unheimlich viel in der Stadt noch quasi auch aufwerten über die nächsten Jahre, um die Innenstadt noch attraktiver zu machen. Und natürlich, wenn ich könnte, mit finanziellen Mitteln könnten wir Eintritte mehr subventionieren, auch unseren Hop-on-Hop-off-Bus oder letztendlich Stadtführung. Also ich würde ja Fernsehwerbung machen. Fernsehwerbung. Also wenn das Budget unbegrenzt wäre, würde ich, glaube ich, Karlsruhe mehr bei RTL und bei diesen privaten Sendern auch promoten. Ich höre immer im Freundeskreis bei mir, wir schauen alle viel weniger Fernsehen, wir schauen nur noch Netflix und hören Spotify. Ja, oder ich glaube tatsächlich, die Zukunft ist weiterhin die Social-Media-Werbung. Und da letztendlich gibt es aber so viele verschiedene Kanäle und es ist so ein Fass ohne Boden. Es ist eigentlich fast unmöglich. Also jetzt fällt mir noch eine ganz knifflige Frage ein. Ich prüfe ja für die IHK und da haben wir auch oft das Thema. Und da können Sie ganz viele junge Menschen mit verblüffen, wenn ich sage, was bedeutet eigentlich das Wort Marketing? Da kommen ganz viele ins Straucheln. Ja. Was bedeutet das Wort Marketing? Im Marketing sage ich immer, wir haben das Anglerprinzip. Das Marketing, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist für mich so eins der Hauptcredos, wenn wir über Marketing sprechen. Richtiges Marketing heißt für mich, die richtige Werbemaßnahme zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, zur richtigen Person. Ich könnte jetzt irgendeine Definition aufzählen, die ich auch mal gelernt habe, aber ich halte nicht viel von Definitionen. Ich sage meinen Studierenden auch immer, eine Definition ist toll, um mal ein Thema einzuordnen. Marketing ist dann, wenn ich die Menschen emotional mit meiner Kommunikationsmaßnahme erreiche. Und im Tourismus gesprochen bedeutet Marketing, ich erreiche jemanden so im Herz, dass er eine große Reiselust entwickelt, in unser schönes Karlsruhe zu kommen. Das war jetzt ein schönes Statement. Schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ist eine gute Überleitung zu, was sind die neuesten Attraktivitäten, die Sie für die Stadt Karlsruhe vorbereiten oder mit vorbereiten sind oder die Sie so sehen, die neue Leute auch anziehen werden? Ja. Wir selbst sind jetzt also nicht zur Schaffung von Attraktivitäten da. Vielleicht ist mir auch immer wichtig, um unser Profil, was ist denn der Unternehmenszweck der KTG, der Karlsruhe Tourismus GmbH. Wir sind dafür da, die bestehenden Projekte, Produkte, Veranstaltungen zu bündeln und in diese eben genannte touristische Kampagne zu stecken. Meldet man die dann bei Ihnen? Also wäre ich ein Eventveranstalter, mache regelmäßig was, dann wende ich mich an Sie und sage... Im besten Fall wissen wir es schon, weil es so ein... Also ich sage immer, es müssen Dinge mit Strahlkraft sein, mit Dingen, wo ich im Markt überzeugen kann. Beispiel sind da sicherlich die Schlosslichtspiele, wo wir natürlich auch Hand in Hand mit der KME als Schwestergesellschaft gehen, wo wir natürlich ein geniales Produkt mit Strahlkraft im wahrsten Sinne des Wortes haben, was wir in die touristische Vermarktung mitnehmen können.
Was ist unser Job in dem Kontext? Mhm. Destinationsmarketing auf der einen Seite, diese Bündelung, und Destinationsmanagement auf der anderen Seite. Schnittstelle in die Stadt, aber auch Weiterentwicklung des Tourismus, inhaltliche Weiterentwicklung des Tourismus. Und so haben wir zum Beispiel auch dank des Gemeinderatsbeschlusses von 2017 oder 2018 die digitalste Touristinformation Europas hier direkt am Marktplatz, wo natürlich eine tolle Anlaufstelle für die Gäste ist. Dann sicherlich muss man immer wieder sagen, die Ausstellung im ZKM, die, was auch vielen Karlsruhern und Partnern nicht bewusst ist, das ZKM als Museum von Weltrang. Und ich glaube, wir haben so viel Charme in der Stadt für die touristische Vermarktung, dass wir da auch nicht müde werden, immer weiterzumachen. Schön. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Also wenn man Sie da so sprechen hört, dann muss man eigentlich brennen für Karlsruhe. Also muss man sagen, hey, kommt alle mal nach Karlsruhe. Also was es hier zu erleben gibt, wer weiß, ob ihr das in Berlin oder München bekommt. Nein, also vielen Dank. War wirklich super spannend, den Einblick zu bekommen, auch mal so, was der Tourismus für Karlsruhe bedeutet und was Sie sich da noch so vorstellen. Mein Team und ich, wir brennen für den Tourismus Tag für Tag. Ich meine, vielleicht doch zum Abschluss, im Jahr 2019, dem letzten repräsentativen Jahr vor Corona, hat der Tourismus 911 Millionen Euro Bruttowertschöpfung für Karlsruhe gebracht. Das wird oft deutschlandweit, wird der Tourismus völlig unterschätzt, dass der Tourismus rein von seiner wirtschaftlichen Bedeutung mehr Bedeutung als die Automobilbranche hat, dass jeder zehnte Arbeitnehmer und jede zehnte Arbeitnehmerin in Deutschland am Tourismus arbeitet, direkt oder indirekt. Da werde ich auch nie müde, das zu sagen, denn wir sind oft unterschätzt und ich kann einfach nur jeden einladen, mal bei uns im Schaufenster Karlsruhe vorbeizukommen und ja, Tourismus beginnt vor der eigenen Haustür, Tourismus beginnt für Bürgerinnen und Bürger und Tourismus hat ganz viele Standorteffekte und Lebensarteffekte. Von dem her, ich glaube, wir können stolz sein, in Karlsruhe zu leben und das Wichtigste letztendlich für die Zukunft wird auch sein, dass wir überzeugt sind von unserer Stadt und es auch nach außen tragen, weil dann kommen die Leute auch, selbst wenn wir ein paar Euro weniger in Ressourcen ins Marketing stecken können. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne liken, kommentieren oder abonnieren. Und alle Links wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.